What do you mean? Okay. Good poem. All right. Will you read it to us? Sure, okay. Daydream. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von 4:3, dem neuen Filmformat bei Campus TV, hier aus dem Apollo Theater. Mit mir dabei ist heute der fabelhafte Noel. Hallo, ich bin Noel und das ist der fantastische Robin. Dankeschön. Und als noch fabelhaftigeren Gast heute ist Yannick Müller. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Das ist doch mal sehr schön. Ja, bei 4:3, wir wollen Filme diskutieren, die unser Special-Spezialgast mitbringt. Und welchen Film hast du uns heute mitgebracht? Das ist Before Sunrise von Richard Linklater. Ja, und an dieser Stelle, auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen haben sollt, gesehen habt, dann müsstet ihr auf jeden Fall das an dieser Stelle noch nachgeholt haben. Denn wir werden in aller Ausführlichkeit über die Inhalte des Films sprechen. Deswegen hier ganz groß Spoiler-Alert für alle, die das noch nicht gerafft haben. Ja gut, dann würde ich sagen, um einmal reinzukommen, würden wir dich einmal bitten, den Film kurz zusammenzufassen, so kurz wie es geht. Okay, ein Amerikaner und eine Französin treffen im Zug aufeinander, sind sich sympathisch und denken sich, steigen wir doch in Wien aus und laufen eine Nacht durch die Stadt, quatschen ein bisschen, weil ich am nächsten Morgen meinen Flieger nehmen muss. Und das ist auch eigentlich das, was der ganze Film macht. Zwei Leute unterhalten sie sich, während sie durchs nächtliche Wien laufen. Genau. Und da schon mal direkt die Frage an euch, wie war das erste Mal, als ihr das zum ersten Mal geschaut habt, den Film? Vielleicht fangen wir bei dir mal an, Yannick. Ja, ich hatte von dem Film im Internet gelesen und dachte, okay, kaufe ich mir mal die DVD, schaue ich mir den mal an. Und ich war irgendwie ganz überrascht und baff, dass ein Film funktionieren kann, in dem zwei Leute sich eigentlich 90 oder 100 Minuten einfach nur unterhalten. Und eigentlich sonst nichts passiert. Ja, wie ist es bei dir, Noel? Ja, wir haben den Film tatsächlich das erste Mal, glaube ich, zusammen gesehen, ja, genau. In Vorbereitung auf die Sendung jetzt heute. Ja. Und vielleicht, um das ganz kurz anzuhalten, bevor wir wirklich auf den Film eingehen. Wer den Film noch gucken möchte, der kann am Montag, nachdem dieses Video erscheint, das ist der wievielte, weißt du das, zufällig? Vierte? Vielleicht der vierte? Anfang nächsten Monat. Vielleicht blenden wir es hier unten. Der vierte. Ja, der vierte. Sechste. Zum Klassiker der Filmgeschichte, zu der Klassiker der Filmgeschichte-Veranstaltung kommen. Genau. Und sich den Film ansehen, weil, das haben wir nämlich gar nicht eingangs erklärt, genau. Du bist Leiter dieser Veranstaltung, genau. Oder Veranstalter quasi. Ja. Und dort kannst du kurz erklären, was ihr da macht. Genau, wir schauen jede Woche einen Klassiker der Filmgeschichte, schauen den Film und diskutieren im Anschluss, wie wir den fanden, was uns aufgefallen ist, alles, was eigentlich uns gerade in den Sinn kommt. Also herzliche Einladung an alle, die noch nicht da waren. Genau. Und darüber hinaus ja dann auch noch alle Filme, die man auch unter anderem fürs Studium dann bei der Medienwissenschaft oder bei der Filmanalyse dann halt auch braucht und oder die man mal gesehen haben sollte. Genau, wichtige Filme, aber teilweise, also die jeder mal, von denen jeder schon mal gehört hat, wie Hitchcocks Vertigo, dann aber auch unbekanntere Filme wie eben Before Sunrise, der kriminell unterschaut ist. Ja, Tatsache. Ich habe von dem, bevor wir jetzt, bevor das Thema quasi vorgeschlagen hat, habe ich auch noch nichts von gehört. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Das hätte jetzt wirklich auch alles sein können, allein vom Titel her. Und dann habe ich ihn gesehen und war dann doch schon auch überrascht, dass da tatsächlich nicht mehr in Anführungszeichen passiert und es trotzdem den ganzen Film trägt. Und ich habe mir auch ein paar Stimmen online angeguckt und es gibt unfassbar viele Fans dieses Films und halt auch unfassbar viele Leute, die halt Tränen geweint haben vor Emotionen, die da irgendwie da nachher rausgekommen sind, völlig verändert waren oder so, war schon echt faszinierend. Ja, so eine ähnliche Erfahrung hatte ich halt damit auch. Mhm. Also mich hat der Film auch unglaublich emotional berührt und irgendwie geprägt, seit ich den geschaut habe, obwohl der Film ja eigentlich
gar nicht so unglaublich romantisch ist. Also irgendwer hatte mal im Internet gesagt, das ist der unromantischste Liebesfilm aller Zeiten. Also weil er einfach so real wirkt, ne, und ohne Kitsch auskommt. Und das finde ich so stark. Ja, als ich den tatsächlich dann geguckt hatte und dann irgendwann merkte, okay, das ist ein Liebesfilm, habe ich mir eigentlich schon darauf eingestellt, okay, wann kommen die Klischees? Wann kommt der Strauß Rosen? Wann kommt irgendwie eine überschwängliche Liebeserklärung an den anderen? Aber nee, das hat alles komplett ohne funktioniert. Ja. Was wir noch sagen wollten, Klassiker der Filmgeschichte, im Herrengarten findet die statt, immer montags. Ne? Genau, immer montags, Raum AHA 110, einer der Seminarräume im Herrengarten. Genau, man findet es auf jeden Fall, sonst auch gibt es die Information nochmal online. Alles klar, dann wie würdet ihr den Film denn bewerten? Würdet ihr den Daumen nach oben, einen Daumen in die Mitte oder einen Daumen nach unten geben? Gut, das ist natürlich jetzt für jemanden, der den Film vorschlägt, weil es sein Lieblingsfilm ist, auch nicht so repräsentativ. Um mal kurz einzuhaken, also ich würde tatsächlich einen Daumen in die Mitte geben. Mhm. Weil ich sehe, was der Film kann und ich sehe auch, was der Film richtig macht, aber auch merke, dass das, glaube ich, heutzutage, oder ich glaube, ich hätte den besser gefunden, wenn ich ihn 95 gesehen hätte, da, wo er entstanden ist. Mhm. Und vielleicht auch, und ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, der Film hat noch zwei Fortsetzungen, die auch noch drauf aufbauen. Ich glaube, dass der nochmal besser wirkt, wenn man diese beiden Fortsetzungen kennt. Mhm. Ist das denn so? Hast du die Fortsetzung mal gesehen? Sind die ja, klar. die sind mindestens genauso gut, okay. Vielleicht sogar noch besser. Also die bauen sehr schön darauf auf. Ja. Als ich den aber zum ersten Mal den ersten Teil gesehen habe, hatte ich ein bisschen Sorge, dass der zweite Teil und der dritte Teil das kaputt machen könnten. Ja, definitiv. Und ich wollte den erstmal, also damals gab es nur den zweiten Teil, als ich den ersten zum ersten Mal geschaut habe, weil der Before Sunset. Before Sunset und der letzte ist dann aber Before Midnight. Before genau. Midnight, okay. Und Before Midnight war damals noch nicht rausgekommen, aber ich hatte Before Sunrise geschaut und dachte, ich traue mich gar nicht, den zweiten Teil zu sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der genauso gut werden kann. Ja, das war auch meine erste Intention, war so, ach du Scheiße, müssten die wirklich diesen Film, der wirklich was ganz Besonderes ist, noch weiter ausschlachten oder soll man das nicht mal für sich so stehen lassen? Mhm. Aber gut, wenn du sagst, dass sie auch gut sind, dann will ich da auch gar nichts gesagt haben. Ich glaube, dass der Film nochmal eine ganz andere Wirkung durch die Filme kriegen kann. Ich habe ihn jetzt alleine geschaut, also wir haben ihn nicht noch die beiden anderen Teile gesehen, weil wir jetzt heute nur über den einen Film reden, aber ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Wirkung kriegt. Ja. Genau. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass der zweite Teil eventuell noch ein Ticken besser ist. Oh, okay. Das ist schon eine coole Sache, weil er dann auch das kommentiert, was im ersten Teil passiert ist und die Charaktere darüber reflektieren, wie sie denn damals gehandelt haben. Aber heute geht es ja um den ersten Teil. Auf jeden Fall die zweiten und den dritten Teil, den kann ich sehr empfehlen. Dann, wir haben uns ein paar Punkte rausgesucht, über die wir ganz gerne mit dir sprechen wollen, mhm. beziehungsweise mit dir zusammen. Und zwar zum einen, die Chemie der Hauptcharaktere, der Hauptfiguren. Inwieweit würdest du sagen, sind die anders als in anderen Filmen? Wenn man jetzt mal irgendwie klassische, ja, welche Filme wird man da nehmen? Wahrscheinlich keine Hollywood-Action-Blockbuster, mhm, okay. Sondern halt klassischere Liebesfilme. Inwieweit ist sie denn anders als in solchen Sachen? Also ich finde, die Hauptdarsteller, Ethan Hawke und Jodie Delpy, die wirken als Jesse und Celine so natürlich. Einerseits, als würden sie sich gerade erst kennenlernen, aber dann auch nach kurzer Zeit schon so, als würde einfach, na nicht, als würden sie sich schon ewig kennen, aber dass die Chemie zwischen ihnen einfach perfekt passt. Das ist einfach so, als hätten sie so gegenseitig so ihren absoluten Seelenverwandten gefunden. Mhm. Und die Art, wie die miteinander spielen, ist einfach... Du glaubst, dass das keine, also du glaubst wirklich, es sind keine Schauspieler mehr. Das sind einfach, das sind die Charaktere und sie waren auch noch nie eine andere Person. Also es wirkt auch so unglaublich spontan und als wäre der halbe Film improvisiert. Und was ich dann irgendwann mal nachgelesen habe, ist das halt überhaupt nicht der Fall gewesen. Nee, es wirkt so improvisiert, okay. Es wirkt so natürlich, aber anscheinend war das alles geskriptet und es hat halt wirklich scheinbar geholfen, dass die beiden Schauspieler auch am Drehbuch mitgearbeitet haben, sodass die dann halt ganz natürlich sagen würden, ah, so würde ich das nicht sagen, so würde ich das nicht sagen. Ja.
Und es gibt dann ja so Szenen, die in den 5-6 Minuten nicht geschnitten wird, wo sie dann einfach am Ende von einer von seiner Straßenbahn sitzen, ja, genau. im letzten Sitz und einfach quatschen und über alles, über Philosophie und über ihre erste Liebe und ob es überhaupt Liebe wirklich gibt und sowas und wie die Themen gewechselt werden. Mhm. Ist unglaublich natürlich und es ist toll. Das ist mir auch halt tatsächlich aufgefallen, gerade bei dieser Busszene habe ich ja auch wirklich irgendwann mal auf die Uhr geguckt, dachte so, okay, die reden jetzt schon auch wirklich ganz schön lange. Also das so als One-Take zu nehmen, ohne irgendwelche Haspler, ohne, wenn du sagst, also wenn es halt wirklich alles geskriptet ist, ist halt schon echt der Hammer, dass man sich das alles halt merken kann, dass das so natürlich dann auch noch rüberkommt und nicht irgendwie was, ja, irgendwie so doch irgendwie so ein Verhaspeln nochmal irgendwie drin ist oder so. Das ist echt schon. Genau. Ja, oder vielleicht verhaspeln sie sich mal, aber die überspielen es halt so gut, ja, dass genau, sie dann irgendwie. Man sieht das auch so in der Mimik der beiden. Also der Jesse-Charakter sagt mal irgendwas Lustiges und so, wo man denken könnte, ah, vielleicht war das improvisiert. Und du siehst wirklich, wenn du den nochmal schaust, dann wie Celine oder Julie Delpy hat ihn so angucken so, und dann selbst einfach anfängt zu lachen. Aber dieses Lachen, das ist so natürlich. Ne? Bleib halt in der Rolle dann. Ne? Das ist dann, ja, absolut. Auf einem anderen Set könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann heißt, okay, kurz Cut, wir müssen das nochmal von vorne machen. Mhm. Aber da wird es ja quasi einfach überspielt und gesagt so, ach nee, wir rollen jetzt einfach mal so weiter. So, genau. Was denn das Wort ist. Ja. Was ich mir beim Film auch schon gedacht hatte, ist, dass Ethan Hawke teilweise fast schon ein bisschen zu arrogant wirkt, was ich irgendwie interessant finde. Ich hatte auch online so ein paar Kommentare gesehen, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich wollte ganz kurz also generell auf die Charaktere eingehen, also quasi wer die Charaktere sind und vor allen Dingen, wie sie im Film dargestellt werden, weil beide sind ja schon eher gegensätzlich. Ja. Also sie unterhalten sich, sie haben viele Gemeinsamkeiten, auch während sie sich unterhalten, aber ich finde, in ihrer Darstellung ist Ethan Hawke der wesentlich zynischere, während Julie Delpy, oder wie heißen sie, Celine und Jesse, schon wesentlich naiver ist, quasi. Ja. Ja, genau. Ja, das stimmt schon, aber eigentlich ist ja genau das der Punkt, warum die beiden so gut miteinander interagieren, weil sie halt eben gegensätzlich sind und sich gegenseitig noch was beibringen können. Das ist jetzt dann nicht so, wo man normalerweise denken würde, okay, die haben komplett die gleichen Interessen, komplett die gleichen Ansichtsweisen zu anderen Sachen. Ja, was ist das dann? Vielleicht ist das auch dann der Punkt, warum das halt so, oder einer der vielen Punkte, warum das halt so gut funktioniert und weil sie sich halt jederzeit immer was zu sagen haben. Ja. Aber nochmal zu Ethan Hawke. Meint ihr oder glaubt ihr, dass er ein bisschen zu sehr den so Macho irgendwie raushängen lässt? Oder kam er euch unsympathisch in manchen Szenen vor oder war er immer sympathisch? Ich weiß nicht, wie ging es dir da? ich finde beide Charaktere in gewisser Weise sympathisch. Mhm. Ich finde, das hilft auch, dass man mehr über die Charaktere erfährt und vor allen Dingen auch mehr über Beweggründe und wie sie denken innerhalb des Films. Also es wird ja auch erklärt, dass Ethan Hawke gerade eine Beziehung hinter sich hat und dass was Julie Delpy widerfahren ist und so weiter. Ja. Und das erklärt dann auch gewisse möglicherweise Unsympathien, die im Film aufkommen. Das ist ja dann wahrscheinlich so eine All-In-Haltung von ihm, weil er sich denkt, ach komm, ich wurde sowieso gerade verlassen. Ja, genau. Dann, ja, scheißegal. Dann kann ich jetzt auch gerade einfach mal sagen, was ich gerade denke. So frei der Schnauze weg. Ich sympathisiere auch eher mit Celine. Mhm. Aber ich finde halt den Ethan Hawkes Charakter Jesse finde ich auch so interessant, weil klar, er ist so ein bisschen der Zyniker und so der Macho, wo ich denke, das ist so das Letzte, was ich eigentlich sympathisch finden sollte. Aber das wird immer so ein bisschen ironisch gebrochen, dass er eigentlich weiß, ja, das ist so eine typische Männerhaltung und so. Und die reflektieren auch die ganze Zeit immer wieder darüber, wie sie denn eigentlich so denken. Und deshalb ist es gleichzeitig auch immer so ein übergeordneter, ja, so ein Metakommentar eigentlich darüber, so, ja. Männer denken so, Frauen denken so, aber ja, ich finde es einfach spannend, wie sie einerseits bestimmte Ideen oder so Klischees vertreten, die dann aber auch immer wieder brechen oder kommentieren. Oder halt Celine sagt so, ah, das ist so ein typisch Amerikaner von dir und sowas. Ne? Und dann, ja, ich weiß, ich bin der dumme Amerikaner und sowas. Und das ist einfach irgendwie sympathisch. Ja. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, dass die Charaktere so natürlich wirken und so sympathisch wirken, weil sie quasi sich selbst in gewisser Weise spielen. Mhm. Da kommen wir quasi direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, glaubst du oder glauben wir, dass solche Filme heutzutage noch funktionieren würden? In Zeiten, wo es sowas gibt wie YouTube oder Podcasts oder wo man Personen unfassbar nah sein kann. Dass man noch so einen Film heute noch rausbringen kann, der quasi nichts anderes zeigt, außer Interaktion zwischen zwei Menschen. Mhm. Ganz kurz, um das zu sagen, ich fand
In gewisser Weise hat mich der Film, während wir ihn gesehen haben, ein bisschen an Clerks erinnert. Kennst du Clerks? Ja. Also, aber halt nicht jetzt vom Inhalt. Ich meine, inhaltlich ist es komplett was anderes. Aber das ist auch ein Film, in dem Menschen einfach reden. Das sind zwar geskriptete Unterhaltungen, die aber natürlich irgendwo in ihrer Haltung oder in ihrer Aussage irgendwas Wahres haben, was beispielsweise Linklater jetzt natürlich aussagen wollte damit. Mhm. Und ich glaube, dass es in heutzutage einfacher ist, diese Gedanken rauszulassen, indem man sich vor eine YouTube-Kamera setzt, also vor eine Kamera setzt, das Video über YouTube hochlädt oder einen Podcast daraus macht oder das, was wir jetzt machen. Also gut, dafür hätte man jetzt früher keinen Film gemacht, aber dass es so Aussagen nach draußen zu bekommen, heutzutage wesentlich einfacher ist und der Film quasi das gebündelt macht. Verstehst du, was ich meine? Also das ist halt, ich glaube, solche Filme funktionieren heute schwieriger, nicht mehr wirklich. Mhm. Vielleicht schwieriger, aber ich meine, Before Midnight ist ja erst vor ein paar Jahren rausgekommen. Der kam ja 2013 raus, also er ist noch sehr neu eigentlich. Und von daher, es funktioniert halt immer noch. Aber ich meine, vielleicht funktioniert er auch gerade so gut, weil man schon voraussetzen kann, man erkennt die Charaktere und wir machen halt das Sequel. Genau, das ist halt das Ding. Wenn man nämlich schon das einmal quasi genailed hat und man quasi darauf nur noch aufbauen muss, ist, glaube ich, was anderes, als wenn man das nochmal von Grund auf machen würde. Ja. Vielleicht noch eine andere Frage daran anknüpfen wäre dann auch, müsste oder könnte man Interaktion von zwei Menschen zeigen, unbedingt auf so einer Liebesebene haben oder könnt ihr euch vorstellen, dass sowas auch funktionieren würde zwischen, weiß nicht, einer Freundesgruppe oder sowas oder wäre das schon wieder was zu abstrakt oder zu schwierig umzusetzen wäre? Ich meine, Linklater hat ja genau das schon gemacht. Ich habe mir jetzt im Vorfeld noch mal ein, zwei Filme von ihm angeschaut, so, weil ich relativ wenig von ihm kannte tatsächlich und da war auch Dazed and Confused bei Confusion, ich weiß nicht. Und da ist es genau so, das geht halt um eine Freundesgruppe in den 70ern, die und das wird eigentlich quasi nur der letzte Tag vor den Sommerferien beschrieben. Und im Endeffekt ist es quasi Before Sunrise mit mehr Menschen, mehr Charaktere und es wird eigentlich auch nicht inhaltlich viel mehr gemacht, als als geredet und darüber philosophiert und über bestimmte Sachen einfach nur geredet. Das ist Das stimmt. Ich finde aber dann Before Sunrise irgendwie sehr, sehr viel stärker, interessanterweise, weil er halt so reduziert ist irgendwie. Ne? Also, dass man sich halt nur auf diese zwei Charaktere konzentriert, finde ich so stark. Und gerade auch diese Liebesgeschichte reizt mich so total an dem Film, weil ich finde, was wir noch gar nicht so angesprochen haben, ist ja, dass praktisch die ganze Zeit ein Countdown läuft. Ne? Sie wissen ja, am nächsten Morgen trennen wir uns und sehen uns vielleicht nie wieder. Und das wird ja dann auch die ganze Zeit so diskutiert, so sollen wir denn Kontakt halten oder nicht. Und das ist immer so ein Für und Wider. Aber ich finde, was den Film für mich so spannend macht, ist, dass es praktisch diesen Countdown gibt. Man weiß so, okay, irgendwann geht die Sonne auf und man denkt so, scheiße, in so zwei Stunden trennen sie sich für immer wahrscheinlich. Ja. Und das macht es für mich irgendwie so spannend und reizvoll, dass man halt so diese ganze Nacht über, die man ja fast live mitverfolgt, weiß, das hat alles ein Ende. Ja, ich hatte auch gedanklich einen Countdown auch gehabt, aber die ganze Zeit habe ich mir gedacht, so von wegen, wann gehen die eigentlich in dieses Theater? Das ist tatsächlich eine gute Sache, eine gute Frage, weil wir haben den Film ja, wie gesagt, zusammengeguckt. Ja. Und das war dauerhaft eine Frage, weil während des Films, das muss man vielleicht kurz erklären, bekommen die beiden eine Einladung zu einem Theaterstück, in dem eine Person, die sie treffen, eine Kuh spielt und die andere Person, ich weiß gar nicht mehr, was sie spielt, auf jeden Fall eine Figur aus diesem Theaterstück. Und die werden eingeladen und ich habe unglaublich gehofft, dass die in dieses Theaterstück gehen, weil ich das sehr, sehr gerne gesehen hätte. Das wirken halt wie so zwei Büroangestellte, die eigentlich sonst keine kreativen Outlets haben, halt dieses Theaterstück oder eine Typ halt, die Kuh spielt. Habt ihr, habt dann eine Frage dazwischen, habt ihr den Film auf Deutsch oder Englisch gesehen? Auf Deutsch. Ah, weil in der, ich kenne ihn wirklich nur auf Englisch und ich finde es unglaublich witzig, wenn sie da mit den Wiener Leuten da sprechen und die sprechen natürlich dann auf Englisch mit ihnen mit so einem heftigen deutschen oder österreichischen Akzent so und er sagt halt so, playing the cow und sowas. Okay, das erklärt dann die Gestik noch ein bisschen besser. I'm playing the cow. Ja. damit das auch so schlecht auf jeden Fall rüberkommt, dass es um eine Kuh geht. Ja, ganz genau. Und es wirkt halt einfach so awkward irgendwie, halt die Österreicher versuchen, Englisch zu sprechen. Das ist halt echt schön. Und lustigerweise in dem Moment, wo ich dachte, die werden das auf jeden Fall totschweigen, dass es weitergeht. Genau dann spricht halt Ethan Hawke dann halt auch an, so von wegen, wir waren gar nicht im Theater. Ja, stimmt. Das ist schon doch so geil. Ich dachte so, okay, cool. Die sind halt
ist halt auch nicht so, wenn man denkt, man begleitet die Charaktere so weit durch und der Tag plant sich immer weiter aus, weil sie treffen ja dann noch die Wahrsagerin, diesen einen Dichter am Fluss und dann halt ganz am Anfang diese Theatergruppe und denkst so, okay, das ist jetzt so dieses typische, wie die Pistole, die in der ersten im ersten Akt quasi eingeführt wird, um dann halt später zu revealen, das ist jetzt dieser offensichtliche Hinweis, ist, okay, es geht um ein Theaterstück und vielleicht passiert da irgendwas Interessantes und da, nö. Haben wir halt vergessen. Und das unterstreicht aber auch die Vergänglichkeit dieser ganzen Situation. So, wir haben wirklich so wenig Zeit und wir haben was nicht geschafft, was wir eigentlich machen wollten. Und das unterstreicht, gerade weil das ja gegen Ende nochmal angesprochen wird, auch so die Tragik, dass alles halt ein Ende hat. Ja, ne? Man kann nur so viele Sachen machen in einer gewissen Zeit, ne? Genau. Ja. Genau. Um zum von unserer Seite letzten Punkt zu kommen, würde ich jetzt mal sagen, ist eine Sache, die uns aufgefallen ist, während wir den Film geguckt haben, das ist halt jetzt schon, das geht ein bisschen tiefer da rein, aber das ist ja auch das, was wir eigentlich in dem Format auch wollten, ein bisschen tiefer über den Film zu reden. Und ich weiß nicht, ob du dich noch genau daran erinnern kannst oder wann du den das letzte Mal gesehen hast. Ja, vor ein paar vor einem Monat ungefähr. Zu Beginn, als sie noch im Zug sitzen, pitcht Ethan Hawke, also Jesse, Celine quasi eine Idee von einer 24-Stunden-Reportage über eine Person, die einfach nur begleiten möchte und dabei auch einfach die langweiligen Dinge zeigen möchte. Wie das Schlafen, so 8 Stunden Schlafen einfach zeigen. Super kurzen Kaffee machen, also genau sowas halt. Und genau das möchte er gerne machen, um auch so die kleinen Sachen einfach mal wertschätzen zu können. Und als wir fertig waren mit dem Film und uns eigentlich darüber unterhalten haben, dass ja wirklich nicht viel passiert ist, haben wir uns überlegt, ist das auch so eine Metaebene? Meinst du das, dass quasi auch ein bisschen so die Aussage des Films ist? So, wir haben jetzt keine großen Action-Szenen, keine Blockbuster-Elemente, sondern wir können einfach nur mit den kleinen Dingen des Lebens punkten, auch wenn sie da jetzt geskriptet sind? War mir überhaupt nicht aufgefallen, aber das ist ein super Punkt. Das ist auf jeden Fall eine Metaebene. Das ist am Anfang schon so. Fast schon die Durchbrechung der vierten Wand, so, das werden wir jetzt machen. Ja, wirklich. So, und das ist echt interessant, aber das Schöne ist ja, dass dann halt diese Show, also wenn man halt Before Sunrise generell als Show sieht, es passieren natürlich keine großen Sachen, aber das große Finale ist ja dann schon irgendwie der Abschied und der ist ja dann schon irgendwie sehr, sehr melodramatisch und ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, also weil ich halt ungefähr dieses Gefühl kenne, wenn man irgendwie so sich auf einer Reise jemanden kennengelernt hat oder irgendwo im Ausland war. Ich war mal mehrere Monate in Australien, hatte da auch Freunde und wenn man dann irgendwann am Flughafen ist und sagt so, okay, wir müssen uns jetzt verabschieden und keine Ahnung, wenn man sich nochmal wieder sieht, oh Gott, das ist einfach, ich sehe jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe und dieses Finale sehe, wo sie gar nicht wissen, wie sie sich eigentlich vernünftig verabschieden sollen und das packt mich jedes Mal, weil ich denke, genau so war das bei mir auch. Und da habe ich jedes Mal einen Kloß im Hals, wo sie so sagen, hey, wollen wir uns nicht doch irgendwann wieder treffen? Ja. Und sie sagen halt die ganze Zeit so, ja, wir stehen so über allen Dingen und wir wollen uns nie... Es wird eine einmalige Sache. Genau, es wird eine einmalige Sache, dann wird es für immer magisch bleiben. Und dann plötzlich sind sie halt, obwohl sie es nicht wollen, eigentlich doch die Romantiker, die sagen... Ja. Wir wollen doch eigentlich so eine romantische Beziehung haben. Und dann sagen sie halt, sie treffen sich in einem halben Jahr wieder auf diesem Bahnsteig und damit endet der Film eigentlich und es ist offen gelassen, ob sie es halt tun. Und das beantwortet dann der zweite Film ganz clever, aber da will ich nicht viel verraten. Aber, was da passiert ist, wollen wir uns jetzt schon vorwegnehmen. Das gibt es dann auch in Teil 2 bei unserem Format hier. Ja, gerne. Nee, du kannst ja gerne nochmal vorbeikommen, dann können wir machen die Trilogie durch. Wir machen das nächste Mal von Sunset. Sehr gerne. Ja. Nur Linklater-Film, dann machen wir Boyhood. Ja. Ist er auch von ihm, oder? Ja, genau. Okay, alles klar. Aber auch so komplett also nochmal ein Punkt quasi, warum der Film jetzt auch nicht in der Jetztzeit quasi spielen könnte, genau, wäre halt genau das, weil zu dem Zeitpunkt hätten sie sich schon bei Facebook geedit. Wenn man so quasi schreiben will. Ja. Das finde ich halt ganz schön, dass das halt einfach nicht so ist, sondern dass sie halt wirklich sagen, weißt du was, in einem halben Jahr, also von gestern aus gesehen, das klären die dann nochmal so auf den letzten Moment, auf diesem Bahnsteig, das macht es halt nochmal so speziell, weil halt auch das vergänglich ist. Keiner kommt auf die Idee, das mal irgendwie aufzuschreiben oder nochmal irgendwie eine Nummer aufzuschreiben, muss ich mal abzuklären. Genau. Das geht ja halt auch heutzutage sehr verloren. Und ich finde auch, dass es damals halt noch nicht Facebook gab oder irgendwie WhatsApp oder sowas, wo man sich dann mal eben schreiben kann. Das ist natürlich sehr gut für den Film, weil das steigert natürlich die Dramaturgie. Aber ich finde, auch wenn man so eine Geschichte heute erzählen würde und würde da halt Facebook reinbringen, das würde einfach dramaturgisch irgendwie unglaublich
blöd sein. Also ich habe so ein bisschen was gegen, immer so Social-Media-Zeug und sowas in Filmen zu sehen. Selbst so ein Film wie Disneys Zootopia, den ich ganz gut fand. Aber mich hat das unglaublich aufgeregt, wenn da die vermenschlichten Tiere da die ganze Zeit auf ihren Smartphones oder sowas irgendwie so getippt haben. Weil ich dachte, ich will sowas nicht in einem Film sehen. Ein Film ist immer noch so eine eigene Welt. Und ich finde es unglaublich toll, dass halt Before Sunrise ohne solchen Schnickschnack halt auskommt, sondern einfach so diese ganz menschliche Beziehung zwischen den menschlichen, diese menschlichen Interaktionen einfach dokumentiert schon fast. Ne? Ja. Ja, das wäre auch tatsächlich sehr unromantisch, wenn auf einmal, weiß nicht, er macht diesen fiktionalen Anruf da in diesem Café oder im Restaurant und sie währenddessen checkt so Instagram-Stories so und guckt so, was so Neues gepostet oder wurde. Oder irgendwie an der Hast Donau. Hast du dieses Meme schon gesehen? Ja, oder an der Donau so, Selfie! Ja, wirklich. Und, oh Gott. Wir haben diesen Künstler getroffen, klick. Aber wäre es romantischer gewesen, wenn sie Brieffreunde geblieben wären? Das glaube ich halt nicht, weil selbst das würde, glaube ich, schon diese magische Verbindung zwischen den beiden schon tatsächlich ein bisschen auflösen. Genau, und irgendwann ist es, sagen sie ja, glaube ich, sogar, ist es dann nur noch so eine, so eine Pflichtsache, ach, dem muss ich ja nochmal schreiben und sowas, und ja, und es ist halt das Besondere, diese Magie des Moments und wie sehr sie halt auch damit spielen und wie sehr sie Spaß daran haben, ist ja auch, wie du es gerade angesprochen hast, mit diesem Telefonat zum Beispiel, ist ja auch eine der coolsten Szenen eigentlich, weil die das immer so spielerisch halt wir spielen jetzt mal ein Kennenlernspiel, indem wir so tun, als würden wir unsere Freunde anrufen und erzählen dem von dem jeweils anderen und sowas. Und das sind so diese spielerischen Sachen die ganze Zeit, die den Film halt auch spannend. Ja, ne? Auf jeden und, Fall. Das macht den einfach zu was Besonderem. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Offensichtlich. Sehr gut. Ne? Ja. Gut, dann abschließend bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir den alle sehr, sehr gut finden. Auf jeden Fall sehenswert. Wie gesagt, schaut nach der Ausstrahlung jetzt quasi, wenn alles klappt, kommt er am Ende der Woche raus, am Freitag. Darauf die Woche Montag in Klassiker der Filmgeschichte vorbei im Herrengarten. Und da könnt ihr euch diesen fabelhaften Film auch angucken. Falls ihr noch Lust habt, nachdem ihr schon das Ende und alles kennt. Ja, man kann ihn ja auch nochmal angucken. Der Weg zum Ende, das ist ja das Interessante. Genau, und wen die beiden noch alles treffen und wem sie alles noch 5 Schilling hinterherwerfen. Boah, das ist tatsächlich ganz kurz, das ist eine gute Sache noch. Ey, kleinen Moment. Die wurden so arm gemacht während dieses, die gehen einfach durch Wien und die verlieren überall Geld. Die geben jedem Menschen, der irgendwie, also ist ja nicht schlimm, aber das fand ich auch noch krass, dass die wirklich überall, der Wahrsagerin, dem Typen, der da Gedicht für sie schreibt, ich glaube, was noch, in den Club gehen sie noch, dann und am Ende klauen sie noch Wein. Genau. Ja, und das, obwohl sie sich eigentlich kein Hotelzimmer leisten konnten. Genau. Schwierig. Aber egal. Warum konnten sie sich kein Hotelzimmer mehr leisten? Das erfahrt ihr in den Klassikern der Filmgeschichte. Genau, alles klar. Dann, Janik, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich spreche immer gerne über meine Lieblingsfilme. Du bist auch gerne wieder eingeladen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge 4:3. Vielen Dank fürs Einschalten und haut rein. Ciao.